Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über neue DeFi Tokens auf Bitpanda. Wir sprechen über den Eminence Hack, der auf Yearn Finance basiert ist, wieso DeFi einfach nur Hype ist und was die Cardano Foundation in den kommenden Jahren plant. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, heute Abend 19 Uhr wieder Livestream, dieses Mal mit Quantum oder Qtum in der Live-Coin-Analyse, deshalb unbedingt abends 19 Uhr einschalten. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um Bitpanda. Jetzt haben wir ja gestern über Bitpanda gesprochen, die jetzt etwa 52 Millionen US-Dollar an Kapital aufgenommen haben und sie geben Vollgas weiter, denn DeFi, der Hype geht weiter. Es sieht so aus, als würden sie jetzt neu 6 der beliebtesten und bekanntesten DeFi Assets listen. Das bedeutet, man kann neu auf Bitpanda Uniswap, Wi-Fi oder halt Yearn Finance, Polkadot, Synthetix und Compound und Maker einkaufen. Jetzt für die Leute, die sich mit DeFi nicht auskennen, wird da sich nicht groß etwas ändern. Ich rate den Leuten immer ein bisschen ab, ein bisschen vorsichtig zu sein, wenn es um diese DeFi-Geschichten geht. Ich komme jetzt gleich in der dritten News Story nochmal drauf, beziehungsweise schon in der zweiten. Aber ich glaube, da gibt es doch einige spannende Projekte, die man sich anschauen kann. Uniswap sicher eines der, also die größte dezentralisierte Börse. Von daher glaube ich, dass mit dem Uniswap-Token sicher noch etwas zu holen ist. Und Polkadot habe ich auch analysiert. Das heißt, da mal die Analyse anschauen und so ein bisschen evaluieren für sich selber, ob sich das Investment entsprechend lohnt. Und wir bleiben gleich beim Thema Wi-Fi oder Yearn Finance, denn es geht um das DeFi-Projekt Eminence, das ursprünglich NFT-Tokens versprochen hat, also diese Non-Fungible Tokens, also quasi diese Sammeltokens, die einzigartig sind, die wurden versprochen. Es wurde dieses Eminence wurde gelistet und innerhalb kurzer Zeit wurden insgesamt 14 Millionen US-Dollar in diesen Contract eingespült. Leute, das ist ziemlich verrückt. Eminence hatte nicht mal eine richtige Webseite, ein Frontend, eine UI, also sie hatten nur ein Twitter-Account. Und das war sogar noch anonym. Das heißt, man wusste nicht, ist da wirklich ein Team dahinter, wer steht dahinter, etc. Also macht mir, also ihr müsst da wirklich extrem vorsichtig sein mit solchen DeFi-Projekten, Leute. Ich weiß, man verspricht schnelle Gewinne, kurze Zeit, in kürzester Zeit, aber so haben einige Leute ihr Geld verloren, denn es wurden insgesamt diese 14 Millionen US-Dollar wurden gehackt, 8 Millionen wurden wieder zurückgezahlt, aber viele Leute haben da ihr Geld verloren. Das ist alles innerhalb kürzester Zeit passiert, also etwa in 24 Stunden. Ich habe das Ganze gestern so ein bisschen auf Twitter auch mitverfolgen können, wie die Leute einfach gesagt haben, es geht diese Tage so schnell mit DeFi. Und ich glaube, DeFi hat so ein bisschen einen neuen Trend auch ausgelöst, dass eben jetzt neue Scammer auf den Markt kommen. Das Traurige ist, das sind Leute, beziehungsweise die Investoren sind Leute, die wirklich ihr hart verdientes Geld da in diese Projekte reinstecken, ohne irgendetwas zu recherchieren und zu analysieren und dann hauen sie einfach dieses Geld rein und das Geld ist dann weg. Also da einfach wirklich, Leute, nehmt euch die Zeit zum Analysieren, schaut die Live-Coin-Analysen, die ich mache und versucht dementsprechend euch ein Bild zu machen, ob es sich lohnt, in ein Projekt zu investieren oder nicht. Die 6x6-Methode ist da eine Art Framework für euch, also eine Art Regelwerk, das ihr brauchen könnt, um ein Projekt relativ schnell zu evaluieren. Es braucht wirklich nicht viel Zeit, also in 30 bis 60 Minuten seid ihr meistens durch. Ihr müsst aber da so wirklich so objektiv wie möglich Projekte analysieren. Wer, wie gesagt, da eher unsicher ist, kann gerne entweder in den Live-Coin-Analysen mittwochs zuschauen oder auch Mitglied werden und dann samstags entsprechend eine weitere Coin-Analyse von mir bekommen. Und wir bleiben gleich beim Thema DeFi, denn der MyEtherWallet-CEO, er ist also der CEO von dem Ethereum-Wallet, das online funktioniert, er sagt, DeFi ist einfach nur Hype und ein bisschen
laute Musik, ohne dass da etwas dahinter ist. Und ich muss ihm da teilweise recht geben. Ich glaube, DeFi, also dezentralisierte Finanzen, ist vom Konzept her extrem spannend. Ich glaube, da ist wirklich, wie soll ich sagen, da ist wirklich fundamental etwas am Laufen und in der Veränderung vom Finanzsystem. Und ich glaube, DeFi wird so schnell nicht verschwinden. Aber was verschwinden wird und wo sich DeFi so ein bisschen differenzieren muss, ist eben, wie viele Scam-Projekte gibt es und was für solide DeFi-Projekte gibt es. Also ein Beispiel, und das ist wirklich nur ein Beispiel, ich habe jetzt Polkadot vor ein paar Wochen analysiert. Polkadot ist ein DeFi-Projekt, meiner Meinung nach, das sehr spannend ist, das ein sehr starkes Fundament auch hat. Ähnlich wie Maker und Compound, das sind wirklich zwei, drei Projekte, die haben ein Fundament, die haben die Entwickler, die haben auch das Kapital, etwas Großes aufzubauen. Das sind Projekte, die meiner Meinung nach sehr spannend sind und da ist nicht viel, ich sag mal, Hype dahinter, sondern da ist wirklich auch Fundament dahinter. Jetzt bei Projekten oder neueren DeFi-Projekten kommt es immer wieder vor, dass einfach viel Hype, viel Gerede und nichts dahinter ist. Deshalb wäre ich da einfach ein bisschen vorsichtig und würde diese Projekte dementsprechend für den Moment ignorieren, auch wenn man euch Tausende und Hunderte Prozent Gewinne verspricht, sondern analysiert einfach die Projekte, die ihr wirklich gut findet, analysiert sie, recherchiert und investiert nur dann, wenn ihr wirklich auch überzeugt seid. Also die Zeiten oder die Möglichkeiten, schnell ein paar hundert oder ein paar tausend Prozent zu machen, das ist so risikobehaftet, da würde ich an eurer Stelle das Kapital nicht investieren. Und dann springen wir noch zum Cardano Foundation CEO, denn die Foundation kriegt einen neuen CEO, das ist der Frederik Gregard. Er ist zwar heute noch bei PwC, also bei PricewaterhouseCoopers oder Cooper, und ist noch daran, seine Arbeit da zu beenden, wird dann per 1. November, also in knapp einem Monat, offiziell der CEO der Foundation, also der Stiftung, und hat schon so ein bisschen angetönt, in welche Richtung er Cardano ziehen möchte. Für ihn ist es wichtig, da Cardano auch von einzelnen Organisationen auch genutzt wird, dass Cardano wirklich mit einem Langzeithorizont entsprechend genutzt wird. Das heißt, man versucht hier Cardano so zu positionieren, dass es nicht eben wie diese DeFi-Hype-Projekte innert einem Tag aufspringt und dann wieder verschwindet, sondern Cardano ist hier für die Zukunft. Man möchte hier wirklich etwas zusammen mit den Firmen auch aufbauen. Ich glaube, Cardano hat da auch ein sehr starkes Fundament und möchte jetzt natürlich auch mit dem Shelly-Update und dem, ich glaube, Goguen, das kommt ja auch noch dieses Jahr idealerweise. Und da möchte man eben auch Ethereum, EOS und anderen Smart Contract Plattformen Paroli bieten und dementsprechend sich so positionieren, dass auch größere Organisationen auf Cardano setzen. Ich bin persönlich sehr gespannt auf Cardano. Ich weiß, dass es sehr viel Cardano-Fans gibt, aber ich glaube, jetzt muss Cardano entsprechend auch liefern und da bin ich gespannt, was sie entsprechend aufzeigen. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, ganz wichtig, abonniert den Newsletter. Da werden sicher noch weitere Informationen zu Quantum, Qtum nach der Analyse heute im Newsletter am Sonntag verteilt werden. Und nicht vergessen, wie gesagt, falls ihr noch eine Coin-Analyse sehen möchtet, gerne Teil der Mitgliedschaft werden auf der Webseite oder auf YouTube. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr wieder, ansonsten morgen in der normalen Folge. Macht's gut und bis dann.